Ich stehe hier am Zürichsee und hinter mir, wenn ich hier weitergehe, kommt irgendwann Italien. Ein wunderschöner Ort für Ferien. Aber ist es auch ein guter Ort zum Aktien anlegen? In der Regel sagt man nein. Wer 2000 Geld angelegt hat in Italien, denkt man, hat heute nur noch etwa die Hälfte. Denn der Aktienindex, der italienische Aktienindex, ist von 100% im Jahr 2000 auf heute 46% gefallen. Diese Aussage ist aber sowohl falsch wie auch völlig unrealistisch für Sie als Anleger. Sie ist falsch, weil im offiziellen Aktienindex die Dividende nicht berücksichtigt ist. Und das ist eine wichtige Quelle von Renditen. Und sie ist auch falsch, weil man ja nicht zu Beginn spart, dann wartet, 15 Jahre wartet und dann das Geld braucht, sondern man spart ja jedes Jahr. Und wenn man in Italien jedes Jahr den gleichen Betrag gespart hat, sieht es ganz anders aus. Das haben wir hier mit grauen Balken dargestellt. Als rote Linie sehen Sie den Aktienindex, der eben gefallen ist, aber als graue Balken sehen Sie den Betrag, den Sie heute haben, den Sie in jedem Jahr hatten, wenn Sie in jedem Jahr investiert hätten. Zu Beginn starten Sie mit 100%. Dann verlieren Sie 2001, 2002, weil ja die Aktienmärkte stark gefallen sind. Aber bereits 2003 ist der Verlust wieder wettgemacht, weil Sie in den tieferen Jahren einsteigen konnten. Die Jahre bis 2007 waren dann schön positiv. Dann hat auch Italien unter der Krise gelitten. Und wir wissen alle, Italien hatte es schwer wirtschaftlich. Aber sogar in Italien sind sie mit dieser Sparmethode in den letzten 4 Jahren positiv gewesen. Wenn Sie also im Jahr 2000 angefangen haben, in Italien zu sparen, dann haben Sie heute 22% mehr, als was Sie einbezahlt haben. Und das wohlgemerkt im schwierigsten Land, in einem der schwierigsten Länder Europas. Und das ist sehr wichtig für Sie als Sparer, denn es nimmt Ihnen auch die Angst. Aktien investieren, wenn Sie es jedes Jahr regelmäßig machen, ist sogar in den schlimmsten Fällen gar nicht so schlimm. Viel Erfolg beim Selberinvestieren.